tam. Tam mai tung tam kap chan dai. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und heute habe ich einen neuen Lounge-Glitch für euch, und zwar wie ihr mit dem Titan und dem Panzer so richtig geil abheben könnt. Ihr könnt es rein theoretisch komplett solo machen, aber ich empfehle euch, das Ganze mit euren Kumpel zu machen, weil ihr dann einfach mehr Spaß habt und zusammen lachen könnt, ne? Und ihr könnt es natürlich auch in einer freien Sitzung machen, also in der Open Lobby, aber wie ihr mich wahrscheinlich schon kennt, um euch ein bisschen Arbeit zu ersparen, habe ich dazu einen Job kreiert mit Panzer und Titans, wo ihr das auch einfach so super leicht machen könnt. Der Job ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich könnt ihr den markieren über den Social Club. Einfach mal auschecken, spielen und Spaß haben. Der Founder von dem Glitch ist Griever Gamer und der hat noch eine andere Methode herausgefunden, beziehungsweise ich habe seine Methode abgewandelt. Das, was ich euch jetzt in dem Video erzähle, ist jetzt nicht die Methode, die er herausgefunden hat, sondern ja, so, ich sag mal, meine eigene Methode. Aber durch seine Methode fliegt ihr wahrscheinlich ein bisschen höher, wenn nicht sogar richtig hoch. Aber das wollte ich ihm einfach mal euch zeigen lassen. Deswegen schaut bei ihm vorbei, schaut euch das Video von ihm an. Und wenn ihr dann dort gerade seid, könnt ihr ein Like da lassen und richtet ihm Grüße von mir aus. Das würde mich freuen und ihn wahrscheinlich auch. So. Achso, falls ich es nicht erwähnt habe, das Video, also der Link zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung. Einfach mal auschecken. So, was ihr jetzt dazu machen müsst. Müsst ihr den Job starten, den ich extra für euch gemacht habe. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt. Einfach nur starten mit eurem Kumpel zusammen. Geht mit mindestens 2, ich glaube bis 8 Spieler habe ich eingestellt oder 10 Spieler, ich weiß es nicht. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren, könnt es mit euren Kumpels machen. Dann steigt einfach in den Panzer ein. Ich habe einige hingestellt, ich habe ein paar Titans zum Probieren hingestellt. Und dann müsst ihr einfach so einen Titan kaputt machen, weil wenn er kaputt ist, ist er einfach ja nicht mehr so schwer und man kann ihn leichter ja verschieben oder dorthin bringen, wo man es dann möchte. Und dann müsst ihr einfach mit dem Panzer quasi an den Flügel hinfahren und dann, ich weiß nicht, wie es heißt, so ja, am Panzer und im Rohr, würde ich jetzt mal sagen, den Flügel einklemmen und dann das Panzerrohr nach unten drücken und einfach ein bisschen Gas geben und dann fliegt es oder katapultiert es euch schon nach oben. Und das war es eigentlich schon mit dem Glitch. Ich zeige euch jetzt gerade mal im Hintergrund noch ein paar Versuche, dass es eigentlich scheißegal ist, an welcher Stelle ihr das macht. Es funktioniert wirklich an jedem Flügelteil. Mal mehr, mal weniger. Ihr müsst ja halt immer gucken, dass die oder der Titan halt wirklich frei liegt, dass der nirgends blockiert, weil er fliegt dann mit nach oben und wenn er aber blockiert durch irgendwas, dann fliegt er nicht mit hoch und ihr halt auch nicht. Das ist halt wichtig zu beachten, dass er halt wirklich auf offenem Feld liegt, damit ihr euch richtig austoben könnt. Und an diesem Beispiel zeige ich euch nochmal ganz, ganz genau, was ihr dazu machen müsst. Also ihr fährt mit dem Panzer so hin, habt das Rohr nach oben und versucht, irgendeinen Flügel von dem Titan oder der Titan einzuklemmen. Wenn ihr jetzt so an dem Punkt seid, wie ich jetzt gerade in dem Video bin, schön langsam vorfahren und dann irgendwann mal das Rohr nach unten drücken, damit der Flügel eingeklemmt wird und dann ein bisschen Gas geben und dann katapultiert es euch nach oben. Und für die RTL-Zuschauer sage ich es noch ein drittes und letztes Mal und dann verabschiede ich mich auch schon. Ihr seht es ganz genau, einfach das Rohr nach oben, Gas geben, Flügel einklemmen und dann katapultiert es euch nach oben. So, ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann abonniert mich, falls ihr neu seid oder lasst ein Like da, Daumen nach oben. Und dann wollte ich einfach mal sagen, einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, macht's gut, haut's rein, ciao. Rock and chop and call I want you.